Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. In der letzten Folge haben wir Klatsch und Tratsch Folge gehabt und ja, jetzt wollen wir versuchen, zu dieser Festung hinzugehen, weil da sollen wir ja 3 Bücher beschaffen. Das werden wir jetzt in der Folge versuchen hinzukriegen. Und will ich ja sein? Der sitzt da. Das ist ein Drache. Kannst mir erzählen, was du willst. Das ist ein Drache. Ja, komm. Komm runter, Junge. Ja, komm runter. Frostdrache. Herzlichen Glückwunsch. Ja, auch die Musik ist cool, oder? Ja, Junge, du sollst runterkommen. Okay, leichte Rüstung verbessert. Der Junge ist weg. Oha! Ja! So fängt doch die Folge geil an, gleich mit dem Drachenkampf. Hä? Hey, ist da noch einer? Ich krieg aber Angst. Okay, das backt ein bisschen rum, oder? Alter, wie lange braucht denn der, um den Drachen platt zu machen? So, gib mal gleich her, ja. 348 Gold, okay. Elfenkriegsaxt der Feuerbunst. Oh, nehmen wir gerne mal mit. Und schon sind wir fast überbladen. Gib mir deine Seele. Deine Seele gehört mir. Na, kennt ihr das irgendwo her? Auch richtig geil. Na, ich gebe euch mal ein bisschen Bedenkzeit. Deine Seele gehört mir. So, wo ist der? Drachenseele aufgenommen. Yeah. Ohne Truhe. Und mal sehen, was wir für ein... Weh. So, warte mal. Wir brauchen einen Trank. Zaubertrank der Heilung. Alter. Stehen bleiben, habe ich gesagt. Ja, der ist gleich weg. Oh Gott sei Dank. Gott sei Dank. Alter, Feier, der hat es auch in sich gehabt. Nehmen wir auch mit. Oh, großes. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert. What the fuck? Puh. So, darf ich jetzt das Wort nehmen? Ja, ist das machbar? Yeah! Yeah! Entschuldigung. So. Drei Wörter. Drei Wörter. Nein, oder? Wort der Macht gelernt. Stimme, Druckwelle. Wort der Macht gelernt. Finde Druckwelle. Komplett oder was? Wort... Weit entfernt, Druckwelle. Ach, wie krass. Ja, wenn jetzt hier, was haben wir? Vulkan? Leichte Rüstung, 28, Bögen bewirken, 25, sehr nice. Schwacher, makelloser Granatstein, Pelzhelm der großen Magika. Steigerung Magika um 40. Das nehmen wir noch mit. Ja, ach, wie krass. Oh, geil, ein Trollschild. Nee, ey, aber nice. Dreimal das Wort, also gleich komplett das Wort gelernt wahrscheinlich, ne? Also alle 3 Stufen. Ach, wie krass. Oh. Okay, der Typ war aber jetzt ein bisschen, der hat es in sich gehabt.
Ja, so diebesmäßig sind wir ja gar nicht unterwegs, oder? So, jetzt gucken wir mal Objekte, Bekleidung. Weil, wenn ich jetzt mal gucke, wir hatten hier irgendwelche Pelzhelme, der hat 26, ist leichte Rüstung. Ja, 32. Ich brauche ja ein bisschen mehr. Hier, die Handschuhe haben 28 und die Bögen bewirken halt mehr. Die haben 22. Schlossknacken ist um 15% leichter. Ach, ihr macht mich fertig. Und da hat man doch noch hier auch leichte Rüstung. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie sind um 20% gesteigert. Und was haben wir hier mit der Kapuze? Um 10% Preis, 32. 52. So. So, 28 hatten wir hier und hier hatten wir 22. So. Jetzt sehe ich natürlich bestimmt ein bisschen aus, aber... Also scheiße, ja, ey. Alter, aber hier guck mal, 852 Rüstung. Schlossknacken, Schießkunst und Alchemie um 20% gesteigert. Das ist geil. Ehrlich, das ist richtig geil. Natürlich haben wir uns jetzt von der Kapuze verabschiedet. Mit 10% bessere Preise. Können wir ja anlegen, wenn wir irgendwas verkaufen. Ja, und 15% leichter Schlossknacken haben wir jetzt 20%. Durch Großes. Also 5 plus und haben noch mehr Rüstung und... Das ist doch nice. So, zeig mal her, wie sehen wir aus? Oh, na, so schlecht sieht das doch gar nicht aus, oder? Ich finde, das sieht nice aus. Geil. Kann man machen. So, Karte. Ich weiß nicht, hat die alte jetzt wieder irgendwas? Also das haben wir jetzt abgeschlossen. Jetzt müssen wir trotzdem da runter. Wollen wir das erstmal entdecken oder wollen wir lieber erstmal jetzt zurück? Wir sind voll. Okay, pass auf. Wir reisen erstmal zu uns ins Haus. Das ist erstmal wichtig. Hier haben wir ja fertig. Also ich denke mal, da kommt er nicht wieder. Hoffe ich doch. Nicht, dass wir hingehen und da kommt er noch. Dann suchen wir uns die andere Rüstung. So, Freunde. Ach, wie geil. Ehrlich, ich feiere das gerade so extremst. So, weil wir haben auf jeden Fall Drachenknochen und das muss weg. Hier. Ablegen. Da bist du schon um einiges wieder leichter. Das kann weg, das kann weg. Gut, siehst du, da haben wir das nämlich schon weg. Schriftrollen ist klar, Zaubertränke, Bekleidung. Jetzt müssen wir mal gucken. Das ist, ja, eigentlich will ich das ja alles verkaufen, weißt du wie? Das ist halt die Sache. 245, wir haben wieder ein bisschen was. So, was haben wir denn jetzt hier? Elfen der Feuerbrunst. Die könnten wir verkaufen. Ich kann sie aber auch wegpacken. Den wollten wir verkaufen. Den wollten wir lassen. Obwohl ich sage, den packen wir jetzt mit weg. Den Bogen lassen wir. 30. Schieß 30%. Oh, stimmt, weil wir ja 20% besser. Ach, wie geil. 30. Alter. Ach, wie nice. Ja, Glück muss man haben. Naja, es ist kein Glück. Das ist ja normal, dass der Gegner da ist, dass der Drache da ist. Aber direkt nach dem Drachen gleich... So eine Type da. Das ist schon heftig. Wer will sich mit mir anlegen? Mach ich platt. Ist hier eine Ratte? Nee. Hab ich mich verguckt. So, jetzt gucken wir trotzdem mal zur Diebesgilde zurück. Oh, die Karte ist einfach so riesig, oder? Ich frage mich, was das bei der Elder Scrolls 6 werden soll. Na, angekündigt ist es, ich glaube, nächstes Jahr oder? Ich glaube, erst 21, ne? Ich glaube, 2021 soll es erst rauskommen. Da haben wir ja noch eine Menge Zeit, die Elder Scrolls 5 Skyrim hier durchzuboxen. Und wie gesagt, ich will ja so viel wie möglich mitnehmen. Hey, schön euch. Hat er nicht gesagt, nein. Hat er nicht gesagt. Und auch die DLCs möchte ich ja gerne mitnehmen. Ist ja das Haus bauen und dann hier auf der anderen Map da, wo wir auch schon mal waren. Und ja, läuft, ehrlich, Leute, läuft. So. Ich habe jede Menge Aufträge zu vergeben. Interessiert. Ja, jetzt willkommen nicht. In unserer netten, den üblichen Gildenkurs. Lasst mich mal, wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Nee, warte mal, Fräulein. Warte mal, ich bin ja nämlich nicht doof. Eben sage ich's nämlich noch. Und wenn ihr zusätzliche Arbeit sucht, Mitglieder der Diebesgilde bekommen bei mir Sonderpreise. So, die hat wieder 1000. So, jetzt will ich ja schon mal den Stab loswerden. Da haben wir schon mal die Hälfte. So, sehr nice. So, jetzt Bekleidung. Das Diadem würde ich gerne loswerden. Das würde ich gerne loswerden. Den Ring. Die Halskette natürlich nicht. 90. Jetzt hat die nicht mehr viel, ne? Die Handschuhe, Zaubertränke, Schriftrollen. Die kriege ich auch so viel. Okay, die hat nicht mehr mehr. Danke dir. Mhm. Mhm.
So, Bekleidung. Das macht zwar jetzt ein bisschen mehr Arbeit, aber macht ja nichts. Auf jeden Fall. So, ciao. Ich komme wieder, wenn ich wieder ein bisschen mehr, wenn ihr wieder mehr Geld habt. Der Rest interessiert mich nämlich momentan nicht bei euch. Gleich zurück. So, Grüße. Hier muss ich rum. Ist ja egal, wo du bist. Ja, die sagen ja alle, du musst ja die Kleidung nicht unbedingt tragen. Und das ist halt das Positive. Ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Obst. Die haben vor allen Dingen Obst, ne? Da liegt Gemüse und ich sage Obst. Mann, ey, Junge. Was ist denn mal los mit dir? Warum öffnet den Schuppen hier? Ich will raus. So, danke. So, da würde ich sagen, wir speichern. Oh, ja, ich habe vorhin zwischen den Folgen gespeichert. So. So, jetzt Map. Jetzt geht's da wieder hin. Jetzt gehen wir da wieder hin. Jetzt bin ich gespannt, ob da wieder ein Drache sitzt. Aber eigentlich nicht, ne? Wir könnten auch mal gucken, ob wir noch ein paar Schreie erlernen können. Weil wir haben zwar die Wörter gelernt, aber nicht die Schreie. Hä? Hä? Bin ich jetzt falsch? Ich bin doch richtig. Aber, hä? Ach da, ja, siehst du. Alter, jetzt hier richtiger Schneesturm. Ey, pst. Verrat das kein, du bist aber tot. Hör auf damit. Alter, wie krass. Da bewegt sich der Flügel noch. So, jetzt will ich mal gucken, ob der hier nochmal rauskommt. Klopf, klopf. Hallo? Nein, okay. Die Truhe war leer, die Wörter haben wir erlernt. Gut. So, jetzt müssen wir da irgendwie runterkommen. Ich glaube, hier lang ist der beste Weg. Oh mein Gott. Ich weiß jetzt auch nicht, wo das ist. Guck mal, ob ich nicht hier vielleicht ein bisschen dämlich laufe. Ja, okay, das passt schon, das passt schon. Wir müssen jetzt einfach nur uns jetzt hier links halten. Oder auch nicht. Ja gut, ich pflück jetzt keine Bären oder so. Huch. Scheiß mag ja, ne? Ciao. So, okay, die scheinen ja jetzt nicht sonderlich. Die nehmen wir mal mit. Habt ihr nicht gesehen. Okay. Wie war das? So war das, okay. Gut. Aua. Stimmt, die explodiert ja, ne? Habe ich ja ganz vergessen, dass die explodieren. Festung Dämmerlicht, Kerker. Hier ist da eben irgendwo einer. Komm her. Ja, ja, komm. Danke. So, Markierrobe. Ja, komm, die können wir mitnehmen. Naja, das sieht doch schon mal ganz nice aus. Ein Hühnerei. So, hier ein bisschen wild.
orkischer Pfeil. Nehmen wir mit. Den Bogen kannst du behalten. Ja, da brauchst du natürlich... Okay. Das heißt, wir müssen doch da hinten rein. Macht ja nichts, ne? Dann gehen wir halt da rein. Mensch. Jetzt wird geschnetzelt. So, rein da. Gucken, das muss ganz schnell durchlaufen. Ja, ihr wisst ja, ich bin ja ein kleiner Schisser eigentlich. Aber guter Dinge. Ehrlich, man kann es ehrlich sagen, dass ich auch guter Dinge bin. Buch der Rätsel. Ich nehme es mit. Stiefel, Kleidung. So, was habe ich denn jetzt? Ein Fass, ein Krug. Nix. Ich hoffe, da muss ich noch ein bisschen mehr können. Ciao. Naja, meinst du, ich komme mit Zauber oder was? Das ist ein Typ. Nee. So, Sehnstein. Sehr nice. Ein Buch mit Mischtaktiken hatten wir auch schon. Nehmen wir mal mit. Zerfleddertes Buch. Oh, warte, hier. Ziegenfell mitnehmen. Können wir Leder draus machen, glaube ich, ne? Muss man ja noch. Was haben wir hier? Beschädigtes Buch. Sollen wir da oben liegen? Lederstreifen nehmen wir mit. Krug. Was haben wir hier? Zufallszähler. Was für ein Zufall. Oh, schön. Bücher hier. Lederstreifen. Wein, Heilung, Magika. Ja, ich nehme jetzt ja nicht jedes einzelne Buch mit. Dann wären wir ja nie fertig. Aha, waren seine letzten Worte. Aha, so kann man sich verabschieden. Aha. So, jetzt muss ich... Ich will die Holzschalen nicht mitnehmen. Deswegen muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. So, was haben wir hier drin? Nichts. Oder was hat er hier? Er sein mit seinen... Aha, naja, gut, das kannst du ja... Was ist mit euch? Aus dem Weg, Gesindel. Aus dem Weg, Gesindel. Naja. Willst du auch raus? Aus dem Weg, Gesindel. Ja, dann bitte. Kämpft mal für mich. Was war das? Ja, weiß ich nicht. Weißt du, da rettest du die? Und was ist der Dank? Aus dem Weg, Gesinde. Sterbt! Was? Hier drüben! Naja, ist doch schön. Wenn du es liebst. Ist da jemand?
Kerzenschein. Den nehmen wir doch mal mit. So, jetzt nehme ich auch nicht noch mehr mit. Wieso laufe ich denn jetzt so langsam? Ja, aus dem Weg, Gesinde. Naja. Nord. Dietrich. 8 Gold. Okay. Das sieht hier alles schon sehr versprechend aus. Brauche ich ja nicht schon durch. Soll ich da noch eine? Ich weiß jetzt nur nicht, wo ich hin muss. Kite. Ist da jemand? Mhm. Los, Jungs! Ja, wir können uns nicht vor ihm verstecken. Gut, dann zeigen wir uns mal. Hier bin ich. Ihr könnt euch vor mir nicht verstecken. Kurz Time. Okay. Also, noch sind wir gut dabei. Adept. Also ich würde sagen, das Schlossknacken haben wir hier drauf, oder? Zum Gold, Makelloser, Zaubertrank der Heilung, Robe der Zerstörung. Nehmen wir mit. Ich frage mich nur, wo die ganzen Bücher sein sollen. Ich frage mich nur, wo der Typ ist. Schlüssel. Bitte, helft mir! Ja, ja, hat Erzmagier Aren euch geschickt. Ihr seid doch hier, um mich zu retten, oder? Ich bin nur wegen der Bücher hier, die ihr aus der Akademie geholt habt. Was, die Bücher? Oh. Ich hätte sie nicht mitnehmen sollen. Ich weiß, das war dumm. Sehr dumm sogar. Es wird nicht wieder vorkommen. War wirklich dumm. Helft mir, hier rauszukommen und ich helfe euch, sie zu finden. Bitte. Wo sind die Bücher, die ihr gestohlen habt? Ich habe sie nicht mehr. Sie hat sie mitgenommen. Die Ruferin. Sie hat mich auch hier eingesperrt. Bitte, lasst mich hier raus. Gibt es einen Schlüssel für diesen Käfig? Nein, ihr müsst die Hebel dort in der Mitte benutzen. Zieht nur nicht aus Versehen am Falschen. Bitte beeilt euch. Ich bin nämlich nicht gerne eingesperrt. Sie haben mich hier eingesperrt, bis sie so weit waren, mich für eines ihrer Experimente zu benutzen. Das hätte eigentlich nicht passieren sollen. Ich dachte, sie wollten meine Hilfe. Alles klar. Stattdessen haben sie mich als Versuchskaninchen eingesperrt. Na gut. Ich werde die Hebel ziehen. Lass mich hier nicht zurück. Danke, danke, danke. Ich verspreche, ich werde helfen. Dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Ruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich helfe euch, hier rauszukommen, versprochen. Aha. Verstehe. Dann werde ich euch einfach ganz unauffällig und mucksmäuschenstill folgen.
Ihr braucht meine Hilfe nicht. Das schaffe ich allein. Das Ganze wäre erheblich einfacher, wenn ihr euch da raushalten würdet. Wenn ihr mich nicht sofort in Ruhe lasst, töte ich euch eigenhändig. Also, wenn ihr euch da so sicher seid, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ja, ciao. Passt bitte auf euch auf. Und danke. Okay, man hätte jetzt... Natürlich hätte man jetzt, ne? Natürlich. Man hätte ihn jetzt mitnehmen können, aber ganz ehrlich, da sieht nicht so aus, als ob ich den hier brauchen könnte. Festung dämmerlich. Schlüssel erforderlich. Okay. Das heißt, wir müssen ja quasi hier unten lang, ne? Hast du schon die richtige Richtung gelaufen? Und es beginnt. Was? Hier drüben! So. Bienenstockhülle. Alles schon mehrfach gelesen, die Legenden vom Roten Adler. Ah, ich kann das. So, jetzt hätten wir mal, was haben wir hier? Ich brauche die Bücher. Ich will eigentlich nur die Bücher haben. Aber ich sehe gerade... Oh. Nehme ich mal mit. Ist interessant. Ich weiß auch gar nicht, wie es aussieht, ob der alle Bücher nimmt, die wir so finden, ne? Gut, Freunde. Da würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's, ja, zur Sucherin, so wie sie heißt. Und dann anschließend wahrscheinlich zurück zur Akademie. Mal gucken. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.